Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge Road to 100k aus meiner Sicht, also von Julio. Heute gucken wir uns mein Dorf an, was ich in dieser Woche geschafft habe. Und ja, es war mal wieder eine komplette Woche, weil wir nehmen mal wieder rechtzeitig auf. Also, als allererstes fällt uns auf, ich habe die 30.000 Macht überschritten. Das heißt, Sturmmesa 4 ist freigeschaltet. Damit habe ich sie jetzt alle freigeschaltet. Und also von den Sturmmesern, nicht von der Lavainsel. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr starke Sache, weil man da sehr viel mehr Schaden bekommt, wenn man dort gewinnt. Und das geht auch mit den random Leuten eigentlich relativ gut. Dann gibt es ja auch noch hier Team, hier kommen die Monster, okay, ich weiß nicht, wie es heißt. Das spiele ich so gut wie gar nicht, weil meiner Meinung nach sind die Belohnungen einfach zu schlecht mit den Runentaschen. Deswegen, das interessiert mich gar nicht, also da bereue ich es noch nicht mal, dass ich irgendwie nicht spiele. Heldenprobe immer noch L11, habe ich gar nicht weiter probiert gehabt. Hier kommen die Monster auch nicht weiter probiert gehabt, aber da werden wir später einmal die Welle O zusammen probieren, damit ihr das mal sehen könnt, wie weit ich komme bei dem Boss oder wie schwer es auch ist. Verschollenes Reich habe ich jetzt Level 10 erreicht, damit habe ich glaube ich jetzt ungefähr auf dem Jose aufgeholt. Ich glaube, der ist auch ungefähr so weit. Okay, jetzt habe ich hier den Boss. Den müssen wir auch gerade mal machen. Das mache ich mit dem Reperlo, also mit dem Josues Main Account. Und ich hoffe, wenn es kein Dämon ist, der den Schaden reflektiert, dann müsste ich es eigentlich relativ easy hinkriegen. Hier sehen wir auch Josues wunderschönen Devo Grim. Richtig nice. Dann noch seine Valentina. Boostet alles schön hoch. Und ja, meine Trixie mit den Pumpkies versucht schön da Schaden reinzudrücken. Ich glaube, das sieht relativ gut aus, das werden wir hinkriegen. Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte zum verschollenen Reich. Dadurch, dass ich jetzt Level 10 gekommen bin, habe ich auch relativ wenige rote Kristalle, weil ich halt meine ganzen Minen auf Level 10 gemacht habe. Und ich habe ja, da gibt es ja auch noch diese ganzen Altare. Und ich habe da keinen einzigen zurzeit eingenommen, weil ich da so schwere Gegner habe. Wir können es uns gleich mal angucken. Am Ende kommt jetzt wieder der Vorführeffekt und jetzt ist da so ein richtiges Easy-Team drin. Aber davor waren da nur Evo-Teams drin, aber ich gebe auch zu, ich probiere es nicht allzu oft, die einzunehmen. Ich habe mich damit abgefunden, dass ich das nicht hinkriege. Okay, hier das nochmal gerade einsammeln. Und dann gehen wir einfach mal zum Beispiel zu diesem Altar und gucken uns das einfach mal an. Okay. Wie gesagt, sogar gar kein Team, also ein hart easy Team, also richtig schwer. Habt ihr die Devos gesehen? Brutal schwer. Ja, so passiert es dann halt bestimmt im Video. Ah, hier ist mal wieder so ein Team, so standardmäßig, wie ich halt jedes Mal zerrobbt werde. Das andere war jetzt halt höchstwahrscheinlich Zufall, aber wie gesagt, der VfE-Effekt ist am Start. Gucken wir uns noch den letzten Alter an. Okay, keine Devos, aber sieht trotzdem nicht einfach aus mit dem Grimm. Und dem Rudi, das ist glaube ich nicht so einfach, aber probieren kann man es ja. Jetzt haben wir eh schon angefangen, deswegen werden wir es probieren. Okay, keine Chance gehabt, aber so sieht es halt zurzeit bei mir im Lost Realm aus, also im verschollenen Reich. Viele blaue Kristalle kann man halt noch nicht so viel ausgeben. Hier können wir auch noch gerade das einsammeln. Haben wir jetzt freigespielt. So, dann noch zu den Dungeons. Ich habe nicht viel weitergemacht, weil ich habe gemerkt, hier bei den Expert Dungeon 5 wird es jetzt wirklich schwer für mich. Dieses Dungeon hier kriege ich so gut wie gar nicht hin. Also ich komme immer ganz knapp an die 50% dran, aber so dringend ist es ja eh noch nicht. Ich muss ja nur die 500 Flammen dann erst knacken, wenn ich wirklich einen Held auf 180 habe. Und das, da sind wir ja noch weit von entfernt, deswegen geht es noch. Aber da können wir ja gerade hier mal das beste Normal Dungeon sweepen, weil da sehe ich, habe ich 15 Versuche. Da sehen wir auch, dass ich den Kürbisherzog, die Trixie, den Druide und den Eros gerade level. Ja, Eros und Druide gehen gerade auf 140 und wer war's? Achso, ja, Pumpkin Duke und Trixie gehen gerade auf 160. Das war jetzt auch die perfekte Überleitung, weil so sind wir jetzt bei den Helden angekommen. Und da sehen wir, der Pumpkin Duke ist jetzt fast auf 160, sein Skill fast auf 7, weil den versuche ich jetzt, glaube ich, bis auf Level 9 oder sowas, ist mein Ziel, den jetzt mal hochzuziehen.
Natürlich müssen auch die anderen ein bisschen gelevelt werden, aber Trixie auf 6 reicht, Vlad auf 6 reicht erstmal. Lady Leo benutze ich zurzeit so gut wie gar nicht, also 4 reicht. Den Druiden, den müsste ich mal leveln, vielleicht jetzt auf 5 oder 6. Das könnte ich jetzt vielleicht, wenn ich den PD auf 7 habe, mal machen. Dann den Eros könnte ich noch ein bisschen leveln, weil den benutze ich relativ viel. Den Thundergod benutze ich so gut wie gar nicht. Aries teilweise geht so, also ist halt wirklich ein guter Held, aber zurzeit benutze ich ihn halt nicht wirklich. Vielleicht wenn ich dann die 6. Heldenbasis habe. Und dann hier hinten, das sind die Helden, die man halt einfach hat, aber nicht so viel benutzt. Also hier den Baum benutze ich noch in der Mesa einfach. Also im Sturm-Mesa-Modus. Und ja, weil er halt einfach wiederbelebt, aber sonst benutze ich ihn auch so gut wie gar nicht. Gibt es sonst noch was zu sagen? Ja, wir können noch zu den Pets gehen. Ich hoffe, da sind keine, die ich gerade leveln kann, weil sonst wäre es ja Standard. Ja, halt die Legendären auf zwischen Level 4 und 7. Und die normalen, sage ich mal, also diese Standard-Pets, halt von Level 12. Der Phoenix ist der höchste und der niedrigste ist der Avia auf Level 9. Aber ich sehe, dann kann ich auch leveln. Also 2 Level kann er noch hoch, also wäre er dann auch auf 11. Also alle sind zwischen 11 und 12 von den normalen Pets. Dann noch zu den Zaubern, die vergesse ich ja auch oft zu zeigen. Ich muss auch sagen, ich bin noch nicht so weit. Also Jose, weiß ich mittlerweile, hat er schon den Schneesturm, weil er halt immer seine Relikthalle geupgradet hat. Ich grade sie jetzt ab, aber auch noch nicht so lange. Also ich habe das durchgängig vergessen und halt einfach irgendwelche anderen Sachen gelevelt. Die versuche ich jetzt hochzuziehen, weil ich kann auch den Ares Collar nicht weiter leveln, wenn ich die nicht weiter upgrade. Dann können wir noch einen kurzen Blick ins Warenhaus werfen. Das hier können wir gerade noch öffnen. Die haben wir gerade bekommen. Berserker, nice, ein Dreier. Also bald habe ich hier ein Berserker-Set voll. Das wäre dann nice für den PD. Wie wir sehen, 3 Reroll-Karten ist nice. Habe ich jetzt bekommen durch Castle Crisis, durch dieses Pack, was man für einen Gem kaufen kann und sowas. Deswegen, aber ich hatte sogar teilweise 5 und jetzt habe ich wieder gestern und heute 2-mal eine Quest gehabt und die verbraucht. Ja, sonst halt hier unten Standard die Runen. So, die Rudis, immer noch gleiche Gilde. Oh, da sind 2 Leute rausgegangen, sehe ich gerade. Ja, ist halt so, wie es ist. Haben wir uns gerade nicht so drum gekümmert, dass da immer mehr Leute reinkommen, werden wir aber jetzt wieder machen. Castle Crisis, okay, hier. Geschafft und das hat mich wirklich gewundert, warum ich hier 5 Millionen Punkte gemacht habe, weil das war auf einmal so ein Unterschied, das war stark, finde ich. Dann, weil ich erst wieder am Sonntag aufnehme, mein Fehler, ist der hier schon fertig, der Erzdämon. Und da habe ich jetzt wieder ein paar Fameboxen bekommen, die können wir auch gerade noch öffnen. Und danach starten wir auch in den HBM-Versuch. Wie wir sehen können, habe ich auch 1600 Gems, die werden wir auch in diesem Video verrollen. Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, die aufzuheben für den 5. Bauarbeiter, aber irgendwie habe ich gerade Lust zu rollen. Weil ich habe gehört, der Jose hat einen Orcsbane bekommen, ist zwar nicht gut, aber ist trotzdem etwas. Da habe ich auch Lust, mal wieder zu rollen. Also, wie ihr sehen könnt, erste Welle geschafft. Ich glaube, es leben auch noch alle Helden. Warte, ich guck mal. Ich hasse es, dass es immer rüberzieht, wenn da eine neue Welle kommt. Weil eigentlich will man doch seine Base sehen, also da, wo die Helden sind, weil die Gebäude interessieren einen so gut wie gar nicht. So, also alle Helden haben es überlebt. Und wie gesagt, eigentlich überleben es auch immer alle bis zur 5. Und der Boss am Ende, der ist immer der, der mich komplett auseinander nimmt. Ich verstehe nicht, also ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Ob irgendwie mein PD besser sein muss, so dass er mehr Schaden macht oder ob es noch einen anderen Weg gibt. Halt irgendwie, ich brauche mehr Damage oder meine Helden müssen mehr aushalten. Ich glaube, es ist generell schon ein Wunder, dass ich mit dem Account bis Welle O gekommen bin, weil eigentlich sind die Heroes ja noch extrem low, wenn wir uns den Eros angucken mit Level 123 oder auch den Druiden. Aber kann man ja hinnehmen, wenn es schon so kommt, wenn es so gut gelaufen ist. Ja, und ich glaube, die Trixie hat auch sehr viel zu beigetragen, dass wir so weit gekommen sind, weil der Jose ist ja auch schon so weit.
Und ich muss auch sagen, seine 5er Erquicken Trixie ist schon noch ein Stück besser als meine, die halt ein 5er tödlicher Treffer hat. Aber ist schon mal besser als ihr 1er Erquicken, was sie davor hatte. Muss ich sagen, merkt man auch gerade hier bei dem Boss, dass ich jetzt, davor habe ich ungefähr nur die Hälfte von seinem Leben hingekriegt, ihm abzuziehen. Und jetzt komme ich schon ungefähr bis so weit, dass er halt nur noch ein Viertel an Leben hat. Mal gucken, ob wir es jetzt sehen können. Wäre jetzt natürlich optimal, wenn ich jetzt die Welle schaffen würde. Glaube ich aber nicht, weil halt jedes Mal so viel gefehlt hat und er jedes Mal meine Helden sowas von stark auseinandergenommen hat. Deswegen glaube ich da einfach nicht dran. Wäre aber trotzdem nice to have. Okay, der Eros ist schon gestorben. Das ist schlecht, weil er könnte immer den PD buffen. Wie wir sehen können, auch nur noch eine Heldenbasis da. Ist auch nicht gerade optimal. Aber sonst leben noch alle anderen 4 Helden. Ich glaube aber spätestens, wenn ich die 6. Heldenbasis habe, das wird zwar dauern, vielleicht auch schon davor, aber ich glaube spätestens da werde ich die Welle dann schaffen, weil so ein extra Held macht schon ehrlich viel aus in vielen Modis und auch gerade in HWM. Okay, dann gucken wir uns das mal an. Von wo kommt denn der Boss? Ich habe ihn gar nicht gesehen. Ne? Achso, ist das Welle 4 und ich denke, wo kommt der Boss? Okay, sogar hier sieht schon bei Welle O4 gescheitert. Ist mir wirklich bis jetzt, glaube ich, noch gar nicht oder relativ selten passiert. War halt ein klassischer Gebäudetod, so wie man ihn kennt. Und jeder hasst ihn. Und ja, das war es dann eigentlich schon von dem Account. Und dann starten wir auch direkt mit dem Roll. Und ich hoffe mal, dass was Nices kommt. Ich habe jetzt wirklich länger nichts mehr gerollt. Also Legendäres. Und deswegen hoffe ich einfach mal, dass etwas kommt. Wäre mega nice. Okay. Nur blau, das sieht nicht gut aus. Noch ein 450er? Komm schon, irgendwas. Oh, scheiße. Ich glaube, ich kann jetzt noch einen 450er machen. Und ich hoffe einfach, dass jetzt... Ich will jetzt was Lilanes sehen. Komm, es muss was Lilanes kommen. Scheiße, ey. Können wir noch einen Roll machen? Nee, wird jetzt schon riskant. Sonst kann ich die Quests vielleicht nicht mehr machen. Scheiße, ey. Warum kriege ich nichts? Was eine Kacke. Jose macht einer Roll, kriegt einen Orksbane. Jetzt bin ich frustriert. Also ich glaube, ich werde nie wieder rollen. Ich werde einfach meine Gems jetzt für meine Gebäude ausgeben. Ich werde meine Gebäude gemmen. Ich sehe es nicht mal eins rollen. Nur 2 Paladine hier rumliegen. Schlimm. Haha, natürlich nicht. Wer mir das geglaubt hat, kennt mich noch nicht gut genug. Natürlich habe ich es weiter probiert. Heute, morgen, am Montag, habe ich es wieder mit einem 450er Roll aufgenommen. Und es ist bei mir einem Held vorbeigeschneit. Haha. Okay, war doch nicht so witzig. Vergesst das eben gerade mit dem vorbeigeschneit. Das war ein schlechter Joke. Aber es ist ein Held vorbeigekommen. Und ihr werdet euch anschnallen müssen. Es war nämlich der Held, den Turbo Melly sogar als OP bezeichnet hat. Vielleicht wisst ihr es jetzt. Nämlich den Rudi. Als ob ich den Rudi heute Morgen gerollt habe. Jose hat sich mal wieder mega aufgeregt, dass ich wieder einen Held bekomme. Ich feiere es aber. Finde ich nice. Und damit können wir weiter mit dem Video machen. Ciao. Ja, okay, dann war es das auch von dem Video. Ich bin jetzt wirklich frustriert. Ich weiß nicht, wie ich darauf klarkommen soll. Kein Legendary. Weil Joseph's Orksbane ist ehrlich OP und da kann ich nichts dagegen machen mit dem Blauen. Aber dann bedanke ich mich auch fürs Zusehen. Vergesst nicht, auf unserer Instagram-Seite vorbeizuschauen. Sie heißt Crew Castle. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao.